Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Medienkonferenz Gigathlon 2012. Heute geben wir die Strecke bekannt für den nächsten Gigathlon und wir befinden uns hier im Zentralort Olten. Ich begrüße herzlich alle Medienschaffenden, alle Gigathleten, die hier im Saal sind und auch die, die uns von zu Hause, vom Büro, von unterwegs zuschauen. Dann begrüße ich alle unsere Partner, die Mitglieder des Projektteams und auch alle, die von der Stadt und Region Olten hier sind. Mein Name ist Christoph Kaufmann, ich werde Sie in dieser Stunde begleiten und übergebe aber jetzt gleich das Wort an Hans Babst. Er ist der stellvertretende Direktor von Swiss Olympic und er vertritt den Organisator. Ich bin, glaube ich, verkabelt. Du bist verkabelt. Liebe Medienschaffende, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen zu dieser Medienkonferenz Swiss Olympic Gigathlon 2012. Wir freuen uns sehr, als Veranstalter, als Organisator zum 9. Mal diesen Anlass organisieren zu dürfen. Der Swiss Olympic Gigathlon ist eine Mischung aus Sportveranstaltung, Abenteuerreise, Teambildung, aber auch sehr oft persönliche Grenzerfahrung. Gigathleten, Athletinnen, Athleten werden als Single, also als Einzelkämpfer, in Paaren, im Team zu zweit oder im Fünferteam, die fünf Disziplinen Schwimmen, Inline, Bike, Velo und Laufen jeweils absolvieren. Und das jedes Mal in einer anderen Reihenfolge. Das ist die Spezialität des Gigathlon. Wir sind nie am gleichen Ort, wir machen nie den gleichen Ablauf. Jedes Mal eine neue Herausforderung. Und mit dieser neuen Herausforderung ist auch jeweils der Organisator entsprechend gefordert. Wir sind 2002 mit Expo 02 gestartet. Damals war die Idee, den Sport im Rahmen dieser Plattform Expo in die Öffentlichkeit hinauszutragen. Wir sind rund um die Schweiz gegangen, wir hatten 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da sind wir als Organisator auch an unsere Grenzen gestoßen. In der Zwischenzeit haben wir vieles überarbeitet, überdacht, verbessert. Swiss Olympic ist der Dachverband von 83 Verbänden. Und da bekommen wir hier und wieder Rückmeldungen, ja, ist das überhaupt eure Aufgabe? Wir sind klar der Meinung, das gehört zu den Aufgaben von Swiss Olympic. Wir sind der Repräsentant der Breite und der Spitze. Und ich kann mir kein besseres Modell vorstellen als der Swiss Olympic Gigathlon, in dem wir Breite und Spitze in einem Projekt zusammenführen. Topleistungen der Spitzenathleten, aber dann auch im Fünferteam Leistungen, die man mit einem regelmäßigen Training sehr gut erbringen kann. Swiss Olympic ist nicht nur der Vertreter olympischer Spiele. Wir vertreten die olympischen Werte in der Schweiz. Und zu diesen olympischen Werten sind eben nicht einfach 14 Tage Spiele, wo die ganze Welt hinschaut, sondern dort geht es um Respekt, es geht um Leistung, es geht um Teambildung. Und all diese Werte, die können sinnbildlich im Rahmen dieser Veranstaltung Gigathlon sehr gut transportiert werden. Also für uns eine optimale Plattform. Ich bedanke mich bereits heute bei unserem Zentralort Olten, die Verantwortung übernommen haben, diesen Ort für die Austragung 2012 zu stellen. Ich kann bereits jetzt sagen, in der Vorbereitung sehr gute Zusammenarbeit. Das hat sich bereits sehr gut eingespielt. Und wenn wir dieses Jahr on the rocks in den Bergen waren, dann kommen wir für dieses Mal zu den Leuten. Also das Arbeitsmotto heißt ganz klar, wir wollen zur Bevölkerung kommen, wir wollen diese Ideen möglichst an die Bevölkerung hinaustragen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu dieser Medienkonferenz. Swiss Olympic freut sich auf die Austragung 2012. Sie wird im Rahmen der 100-Jahr-Feier sein. Swiss Olympic wird nächstes Jahr 100-jährig. Also Swiss Olympic selber ist noch sehr jung, aber alle die Vorgänger, wie das ja heute ist, kommt Fusionen und neue Namensänderungen und so weiter. Aber 1912 wurde das Schweizerische Olympische Komitee in Lausanne gegründet. Und das werden wir nächstes Jahr auch im Rahmen dieser Veranstaltung entsprechend feiern. Herzlich willkommen, besten Dank. Ganz herzlichen Dank, Hans Babst.
Und nun möchte ich Ernst Zink auf die Bühne bitten. Das braucht ein bisschen. Er ist im Moment ein bisschen handicapiert, aber ich kann euch versichern, er ist nicht nur sportbegeistert, sondern auch sportlich. Und er ist der Hausherr, also er ist der Stadtpräsident der Stadt Olten. Bitte, Herr Zink. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sport ist etwas Wunderbares. Das sage ich Ihnen, obwohl ich im Moment inaktiv bin. Man kann auch einen kleinen Unfall haben. Das wird im nächsten Jahr ganz sicher wieder vorbei sein. Und ich werde mich versuchen einzubringen in diesen Gigathlon. Es ist eine große Ehre und Freude, lieber Hans, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wir sind sehr gerne auf das Angebot oder die Anfrage, den Gigathlon 2012 durchzuführen, eingestiegen. Ein wunderbares Team der Stadt, ich nenne zwei Namen, Beat Berger, Jan Rechsteiner, sind die Promotoren in meiner Verwaltung und haben das ganz hervorragend dem Stadtrat beigebracht. Und der Stadtrat hat zugestimmt und ich habe den Vertrag unterschrieben. Und der Gigathlon 2012 findet statt. Olten hat einen Slogan oder eine Headline: zentral, natürlich und urban. Also zentral, das glaube ich, weiß jeder von Ihnen, jeder sehr gut erreichbar. Das freut mich ganz besonders, dass der Gigathlon 2012 mit der Bahn erreicht wird und nicht nur mit dem Fahrzeug, mit dem PW, mit der Bahn. Das spricht wieder einmal für die Stadt Olten, die Zentralität. Natürlich ist die Stadt, weil sie sich einfügt in eine wunderbare Landschaft mit Natur, mit ganz hervorragenden Regionsgemeinden. Es freut mich auch, dass der Kollege Fluri aus Önsingen hier ist, der Gemeindepräsident, weil das Ganze findet ja in diesem großen Raum statt, in einer Naturlandschaft, nicht in den Bergen, sondern vielleicht ein wenig an der Aare und im flachen Gebiet. Urban, die Stadt gibt sich alle Mühe, die Urbanität, also die Stadt nach außen zu tragen, und die Einkaufszentren, die es auch braucht in der Region, die braucht es wirklich, aber das Einkaufen in der urbanen Landschaft ist halt einfach viel schöner. Die Stadt ist eine starke Stadt für eine starke Region, das ist meine Aussage. Wir werden uns alle Mühe geben, die Athletinnen und Athleten, ihnen eine tolle Situation zu liefern, den Organisatoren gerecht zu werden. Und ich freue mich sehr, wenn die Medienschaffenden heute und auch später nur Positives berichten können. Herzlich willkommen in unserer Stadt. Herzlichen Dank, Herr Zink. Wir haben Zeit, aber ich fahre doch schon mal weiter. Es geht jetzt nämlich ans Eingemachte. Und zwar möchte ich dazu Sibyl Burch auf die Bühne bitten. Sibyl ist der Boss. Sibyl ist die Projektleiterin des Gigathlon 2012. Sie ist bereits seit 3 Jahren im Projektteam des Gigathlon. Jetzt hat sie die Verantwortung übernommen. Sie kommt aus Luzern, ist 30-jährig, studierte Sportlehrerin und Sportmanagerin. Und sie erzählt uns jetzt ein bisschen, wie das wird im nächsten Sommer. Du hast mit deinem Team das ausgetüftelt, was jetzt die Gigathleten erwartet im nächsten Sommer. Kannst du uns sagen, wie er wird, der Gigathlon 2012? Ja, also letztes Jahr waren wir ja in der Bergwelt im Wallis unterwegs. Es gab unzählige Höhenmeter zu überwinden. Die Gigathleten waren auf steinigem, felsigem Terrain unterwegs, manchmal weit ab von der Zivilisation. Und ihr kennt uns ja jetzt schon ein bisschen, und der Gigathlon, der überlegt sich eben immer wieder etwas Neues, etwas Spezielles. Und wir kommen jetzt eben nächstes Jahr näher zu den Leuten. Wir kommen ins Ballungsgebiet der Schweiz. Hier in Olten haben wir sehr viele Menschen, die hier leben. Es ist wirklich zentral in der Mitte von der Schweiz. Es werden die Strecken so angelegt sein, dass sie auch mal durch Städte führen. Wir wechseln sogar mitten in einer Stadt. Zu viele Details möchte ich noch nicht verraten, weil es gibt ja nachher noch die Streckenpräsentation. Aber es ist wirklich ein Gigathlon bei den Leuten. Wir wollen den Gigathlon zu den Leuten bringen. Wir wollen Zuschauer, Fans, Familie, Freunde an der Strecke haben und ein kleines Fest veranstalten. Zudem sind auch die Wechselzonen, die sind nicht so weit auseinander angelegt.
Man kann sich dann auch gegenseitig im Team unterstützen, einander zuschauen und eben man ist sozusagen closer auch im eigenen Team. Genau, das Motto haben wir gehört. Closer to you heißt es. Es gibt aber auch für diese drei Tage, an denen der Gigathlon stattfindet, dann jeweils noch eine Geschichte, die ihr euch ausgedacht habt. Der Freitag heißt Olympic Friday. Warum ist das so? Genau, der Olympic Friday ist eigentlich der Tag der Versammlung. Die Gigathleten reisen dann eben von der ganzen Schweiz an. Wir hoffen, dass viele mit dem Zug kommen. Sie treffen sich, machen das Check-in und es wird dann auch eine Eröffnungsfeier geben, die dann ganz im Zeichen des Olympic Spirit stehen wird. Gut, dann der Samstag, das ist der Urban Saturday. Urban Saturday ist ganz einfach gewählt und zwar aus dem Grund, weil wir eben durch Städte fahren. Wir starten in einer Stadt, wir kommen ins Ziel in einer Stadt. Wir wollen zentral sein. Und was für eine Geschichte habt ihr euch für Sonntag ausgedacht? Für Sonntag, der steht unter dem Stern des Celebrating Sunday. Da ist es so, es gibt ja, wie Hans schon gesagt hat, einiges zu feiern nächstes Jahr. Es gibt das 100-jährige Jubiläum von Swiss Olympic. Dann ist Swiss Olympic seit 10 Jahren der Veranstalter des Swiss Olympic Gigathlon. Und es gibt auf der Strecke nochmals eine weitere Geburtstagsparty, die ich jetzt aber auch noch nicht ganz verraten möchte, da, wo noch etwas zu feiern geben wird. Es gibt also noch einiges zu entdecken. Jetzt haben wir schon gehört, wir kommen aus den Walliser Alpen runter ins Mittelland. Das dürfte dann einen ganz anderen Gigathlon geben als letzten Sommer. Ja, das ist klar. Wir haben hier nicht die hohen Berge. Es ist so, dass wir aber nicht einen minder anspruchsvollen Gigathlon haben nächstes Jahr. Es wird ein sehr hügeliger Gigathlon werden. Es wird zwar der höchste Punkt wird 1360 Meter sein, aber es wird unzählige Auf- und Abs geben. Die Charakteristik ist also hügelig und auch vor allem abwechslungsreich, weil wir sind eben hier im Mittelland, das ist anders, das hat nicht so hohe Berge, aber dafür hat es verschiedene Sachen von fließenden Gewässern, über stehende Gewässer, über sehr schöne Aussichtspunkte, durch Maisfelder, Rüblifelder, ist alles dabei am Gigathlon 2012. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann trotzdem einige Höhenmeter zusammenkommen, wenn es immer rauf und runter geht. 9 Monate bleiben noch ungefähr, bis es losgeht. Ich nehme an, du hast einigen Respekt jetzt noch vor der verbleibenden Zeit bis zum Start. Ja, wir freuen uns. Ich habe ein sehr starkes Team hinter mir. Ich freue mich, dass jetzt die Strecken, die stehen jetzt, aber natürlich den Gigathleten etwas Spezielles zu präsentieren, ist immer unser Hauptziel. Wir wollen es immer spannend behalten. Wunderbar. Herzlichen Dank, Sibyl. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt das mal an, wie das ganz genau aussieht. Und wir schauen uns den Urban Saturday an. Der Swiss Olympic Gigathlon 2012 startet in Olten, dem Eisenbahnknotenpunkt der Schweiz. Die erste Etappe bestreiten die Inliner. Ihre Strecke führt gegen Westen der Jurakette entlang. Bei Wangen an der Aare wird ein erstes Mal die Aare überquert und bald darauf die schöne Barockstadt Solothurn erreicht. Die Strecke führt direkt durch die Stadt hindurch, dennoch haben die Inliner ihr Ziel nicht erreicht. Das Ende der Strecke befindet sich bei der Storchenkolonie von Altreu. Im idyllischen Dorf, welches ca. 120 Störche beherbergt, befindet sich die erste Wechselzone. Hier steigen die Schwimmer in die Aare. Die Schwimmstrecke ist ein besonderes Highlight, können sich die Gigathleten doch flussabwärts treiben lassen. Über insgesamt 9 Kilometer geht es vorbei an Boots- und Picknickplätzen. Der Befestigungsturm eingangs der Stadt Solothurn kündet den nächsten Wechsel auf die Bikes an, welcher vor einer begeisterten Publikumskulisse mitten in der Stadt stattfinden wird. Entlang den Stadtmauern verlassen die Biker Solothurn. Es folgt ein Aufstieg am Jura-Südfuß.
welcher jede Menge Zeit gibt, die durchschwommene und überrollte Strecke noch einmal von oben zu genießen. Ab dem Obergrenchenberg mit 1360 Meter über Meer der höchste Punkt des Gigathlon 2012 geht es rasant Richtung Weißenstein. Die Aussicht vom Jurakamm wird die Belohnung für die bisher vollbrachten Mühen sein. Nach technisch trickreichen Passagen und unzähligen Aussichtspunkten folgt eine flotte Abfahrt Richtung Önsingen. In Önsingen wird am Fuße des Schloss Neubechburg aufs Velo gewechselt. Die Velostrecke führt durch die enge Kluß von Önsingen-Balztal in den Naturpark Thal. Vorbei an den Dörfern Matzendorf und Herbertswil geht's durch den Solothurner Jura weiter auf einer langen Geraden nach Welschenrohr und Gänsbrunnen. In Krümmin überschreitet die Strecke die Sprachgrenze und während die Straße langsam steiler wird, künden sich die nächsten beiden Hindernisse an. Als erstes gilt es, den Scheltenpass mit 1051 Metern zu bezwingen. Nach einer kurzen Erholung folgt den Haarnadelkurven entlang der nächste Aufstieg auf den Passwang. Nach den beiden Pässen wird es ein bisschen ruhiger, aber keinesfalls gemütlicher, denn die Strecke bleibt weiterhin hügelig. Vorbei an weiteren Schlössern, Burgen und Bauerndörfern erreichen wir nach über 100 Kilometern Sissach. Hier befindet sich der Ausgangspunkt der abschließenden Laufstrecke. Auf schmalem Weg geht die Laufstrecke zuerst über die Tenneker Flur. Die Single Trails sind mit ihren zahlreichen Auf- und Abstiegen eine echte Herausforderung. Nach diesen abwechslungsreichen Trails und vielen Hügeln geht es dann ab der Hornflur definitiv nur noch abwärts, dem Tagesziel des Urban Saturday entgegen. Voilà, so sieht er also aus, der Samstag. Und wir wollen uns jetzt noch hören, was die Gigathleten selbst dazu sagen. Hier im Saal wurde schon heftig getuschelt und ich kann mir vorstellen, bei euch zu Hause sieht das nicht anders aus. Da wurden vielleicht schon die Strecken aufgeteilt unter den Teams of Five. Und ich bitte jetzt zwei Gigathleten auf die Bühne. Der eine ist Gabriel Lomriser. Darf ich dich nach oben bitten? Gabriel hat vor einem Jahr im Team of Five gewonnen und im letzten Sommer hat er im Couple gewonnen, zusammen mit Barbara Bracher. Und dann bitte ich Nina Brenn zu uns. Wir rutschen noch ein bisschen. Nina ist eigentlich so etwas wie die Miss Gigathlon. Sie hat die letzten vier Austragungen in der Kategorie Single Woman gewonnen. Jetzt kommt auch das Mikrofon definitiv zum Einsatz noch. Gabriel, du kommst aus Büsserach im Kanton Solothurn. Und ich habe dich ein bisschen beobachtet jetzt, als du die Strecke gesehen hast. Das war, glaube ich, ziemlich emotional für dich. Ja, also wirklich, das, als ich gesehen habe, als ich gehört habe zuerst, dass es rund um Olten ist, dachte ich, ja, super, das muss ja irgendwo über den Jura gehen, irgendwo in meiner Region. Und ja, dann hat es sich wirklich bestätigt, also die Rennwallstrecke geht direkt durch mein Dorf, fängt es gerade wieder an zu steigen. Und ja, ich freue mich wirklich und es ist sehr anspruchsvoll, kann ich euch sagen. Also wer im Wallis war letztes Jahr, da hat es vielleicht zwei Steigungen pro Strecke gegeben. Aber hier, ja, hier gibt es nicht nur zwei. Das heißt, es geht nur rauf und runter. Sehr gut zu wissen. Kannst du das Mikrofon gleich Nina geben? Nina, du kennst alle Gigathlon-Strecken der letzten vier Jahre. Da war ja auch selten jemand vor dir, der die Sicht auf die Strecke versperrt hätte, weil du oft zuvorderst war. Was ist so dein Eindruck jetzt von diesem Samstag? Ja, es ist sicher anders als im letzten Jahr. Eben mit ein oder zwei langen Steigungen gibt es dieses Jahr oder nächstes Jahr sehr viele kleine Steigungen.
Ja, ich hoffe trotzdem, dass ich natürlich auf meine Höhenmeter komme und diese Stärke ausspielen kann. Sehr gut. Gabriel, du bist im Team of Five gestartet vor einem Jahr, in diesem Sommer in der Kategorie Couple. Eigentlich logisch, dass du jetzt deine Heimstrecke als Single absolvierst, oder? Ja, die Gedanken, die schweren natürlich immer ein bisschen da herum. Aber und jetzt, als ich die Strecke gesehen habe und wirklich gesehen habe, ja, das ist in meiner Heimat sozusagen, dann ja, habe ich mir wirklich jetzt gesagt, ja, ich glaube, das mache ich. Also nächstes Jahr bin ich als Single dabei. Dann reduzierst du dein Arbeitspensum jetzt in den nächsten 9 Monaten. Ja, ich muss da mit meinem Arbeitgeber sprechen. Schaut ja. Der zu? Nein, ich glaube nicht. Okay, sonst hättest du gleich die Frage schon stellen mal können, provisorisch. Ja, aber vielleicht geht es auch ohne reduzieren. Mal schauen und sonst ja, kann ich sprechen miteinander. Okay. Nina, ich möchte mit dir noch kurz über das Thema Rekorde sprechen. Du hast 4-mal in Serie gewonnen. Der fünfte Gigathlon steht an jetzt. Ist das für dich ein Thema, den Rekord auf 5 zu schrauben, den Gigathlon-Rekord? Ich versuche möglichst nicht darüber nachzudenken. Okay. Also im 07, da war es einfach, oder? Da hat niemand irgendetwas erwartet. Dann im 09 war schon eine Titelverteidigung. Und irgendwie jedes Jahr wird das als noch selbstverständlicher erwartet. Und ich will Spaß haben, ich will Grenzerfahrung haben, ich will Gigathlon haben und den Rest schauen wir dann. Wunderbar. Danke euch beiden. Merci. Gut, wir gehen einen Tag weiter. Wir schauen uns jetzt noch den Celebrating Sunday an. Der Celebrating Sunday beginnt mit einem Jagdstart auf dem Velo Richtung Hauenstein. Über weite Strecken schlängelt sich die Route Richtung Kienberg, wo der Anstieg auf die Saalhöhe beginnt. Nach der Abfahrt nach Erlinsbach gelangt der Velofahrer über die Staffeleck ins sogenannte Aargauer Rüblieland. In Wildeck überqueren die Gigathleten die Aare und passieren bald darauf das Schloss Lenzburg. Zielstrebig rollen die Velofahrer durch Seetal, dem Hallwiler See, entgegen. Die Velostrecke folgt dem Seeufer und an dessen Ende geht es über einen kurzen letzten Anstieg vom Seetal ins Suretal. Die Wechselzone für die Schwimmer liegt direkt am Ufer des Semperer Sees. Die Schwimmstrecke im Semperer See führt über 3 Kilometer von Sursee nach Nottwil. Auf der Sportanlage des Paraplegikerzentrums Nottwil steht alles bereit für den Wechsel auf die Inlines. Die Inline-Strecke passiert den Mauensee mit seinem gleichnamigen Schloss. Zwischen Maisfeldern und entlang der Wigger wechselt die Strecke vom Kanton Luzern zurück in den Kanton Aargau. Auf durchwegs flachem Terrain sausen die Inliner Richtung Rotrist. Am Hauptsitz von Rivella, einem langjährigen Eventpartner des Gigathlon, befindet sich der Startpunkt für die Läufer. Zu Beginn der Laufstrecke kommen die Läufer in den Genuss des in der Region berühmt-berüchtigten 1000er Stägli. Nach exakt 1150 Stufen bildet sich eine tolle Aussicht aufs ganze Schweizer Mittelland. Auf Single Trails schlängelt sich die Strecke anschließend der Aare entlang, in Richtung Önsingen, wo der letzte Wechsel auf die Bikes ansteht.
Die Schlussetappe der Biker führt nochmals hinauf zum Jura-Südfuss, dieses Mal auf den Roggen. Die Bikestrecke führt über zwei Berge, welche für ihre Autobahntunnels bekannt sind, namentlich den Belchen und den Hauenstein. Ein letzter Anstieg führt auf die Frohburg. Hier startet die Singletrail-Abfahrt in Richtung Olten. Nach etlichen Stunden, Kilometern und Höhenmetern sowie einer Ehrenrunde durch die Altstadt erreichen die Gigathleten das angestrebte Ziel auf der Sportanlage Kleinholz. So sieht er aus. Der Celebrating Sunday, für mich sieht es eher ein bisschen nach Leiden aus und weniger nach Feiern. Aber ich habe auch Jubelschreie gehört im Saal und das ist sicher immer sehr individuell. Wir wollen jetzt nochmal zwei Gigathleten auf die Bühne bitten, damit sie uns das auch ein bisschen einordnen, was wir da gesehen haben. Der eine ist Roger Fischlin. Roger, darf ich dich nach oben bitten? Wenn ich vorher Nina Brenn als Miss Gigathlon angekündigt habe, dann steht hier der Mr. Gigathlon. Roger hat 2006, 2007 und 2009 in der Kategorie Single gewonnen. Ein Pilot-Expert, c'est Xavier Sigrist. Il a eu un début très impressionnant cet été au Valais, parce qu'il a fait son premier Gigathlon et il est devenu deuxième. Vraiment impressionnant. Gut, Roger, du bist ein ziemlicher Experte, du hast schon sehr viele Gigathlon absolviert. Was ist dein Eindruck jetzt dieser beiden Tage? Ja, es ist im Verhältnis zu den letzten Jahren mal eine andere Gigathlon-Strecke. Es ist vielleicht auf dem Papier schneller. Es verleitet die Athleten, auch schneller zu gehen. Und unter Umständen wird das dem einen oder anderen zum Verhängnis werden. Also was Gabriel schon sagte, es ist durchaus aus Athletensicht vielleicht einfacher, sich auf ein oder zwei lange Aufstiege einzustellen, als vor dem geistigen Auge das Gefühl zu haben, es geht eigentlich immer nur etwas rauf und runter und das geht dann immer mehr rauf und runter. Und es ist eine sehr interessante Strecke. Auch ich war lange Zeit im Aargau wohnhaft und kann da zumindest den zweiten Tag ziemlich gut einschätzen. Und es ist spannend, es wird schneller werden und es wird sehr interessant sein. Würde dann heißen, die Erfahrung spielt eine große Rolle? Die Erfahrung spielt ganz bestimmt eine Rolle, also vor allem als Athlet auch. Und ja, das Rennen wird immer hart. Der Athlet macht sich sein Rennen hart, nicht der Veranstalter. Okay, wunderbar. Xavier, tu habites à Lassagne, tu es un Sagnard, au canton de Neuchâtel. Est-ce que tu connais cette région qu'on vient de voir pour le parcours? Alors, je connais une petite partie, oui, mais plutôt direction Chenkon, notre ville où j'ai pu rouler quelques années en élite sur route là-bas, dans une équipe de Chenkon. Donc, j'ai des amis qui sont du village, mais ouais, je ne connais pas vraiment spécialement ce parcours, non. Et ton impression, ça te plaît, le parcours? Alors, c'est vrai que pour moi, quand j'ai vu le parcours du samedi avec 9 km de natation, je vais mal dormir quelques nuits. Ok. C'est plutôt un cauchemar qu'autre chose. Mais bah, ça doit être un super parcours. Le Jura, mon cœur est là-bas. Les paysages sont magnifiques. C'est vrai que c'est totalement différent de ce qu'on a pu vivre cette année, avec des longues montées, des paysages exceptionnels en montant sur le Gorner Grat. Ça sera des découvertes. Ça sera peut-être plus usant que l'année passée. L'année passée, on commence une longue montée. On sait qu'on en a pour une heure et que le changement est en haut. Là, c'est vrai que chaque montée est une expérience. C'est vrai qu'on attend chaque fois celle d'après. Donc, ça sera différent. Ça ne sera pas plus facile de loin pas. Plus usant, certes. Mais ouais, c'est vrai que les coureurs font la course, mais ça sera difficile, oui. Okay. Roger, du liebäugelst mit einem Start im Kappel. Hast du jetzt, als du die Strecken gesehen hast, schon ein bisschen aufgeteilt, was du machen wirst und was deine Partnerin machen wird? Ja, das habe ich zumindest versucht. Es ist noch vielleicht etwas zu früh, das auch zu präsentieren. Da für mich eine neue Herausforderung, da kann man dann mit taktischen Hilfsmitteln versuchen, jeder seine Stärke auszuspielen. Aber ja, diese 9 Kilometer Schwimmen, die würde ich mich jetzt wieder etwas freuen. Also so sind alle etwas verschieden. Und
wird spannend. Weißt du schon, mit wem du starten wirst? Das lasse ich mal noch offen. Alles klar. Und Interessentinnen könnten sich dann allenfalls melden bei Roger. Xavier, tu avais dit une fois que le gigathlon au Valais c'était la plus belle expérience sportive de ta vie jusqu'à présent. Est-ce que tu crois avec ce parcours-là, tu pourras encore surpasser cette expérience? Bon, c'est vrai que l'année passée, on a toutes les conditions étaient réunies. Le parcours était exceptionnel. C'est vrai que moi, je suis léger. J'aime la montée, les longues montées. Donc cette année, c'est peut-être un peu plus difficile pour moi. Le temps aussi s'y prêtait merveilleusement. Il y avait du soleil. Tout était réuni pour faire vraiment de cette fête un événement exceptionnel. Ça dépend. Ça sera difficile à le faire, mais je vais tout faire pour y arriver et pour faire de cette fête de nouveau une victoire. Oui. Super. Merci beaucoup à vous deux. Herzlichen Dank. Merci. Und dann bitte ich jetzt noch einmal den Stadtpräsidenten von Olten auf die Bühne, Ernst Zink, weil er ist natürlich ein großer Experte dieser Region. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er wahrscheinlich jeden Veloweg und jeden Wanderweg und alle Hügel, die wir gesehen haben, schon fast auswendig kennt. Ist das so, Herr Zink? Wenn Sie mich gefragt hätten, wo würde man die Strecke am gescheitesten durchführen, dann hätte ich einige dieser Routen auch gewählt. Aber ich habe zu Nina Brenn gesagt, während der Präsentation, da gibt es schon noch einige Haken und Höcker, wie wir sagen, also Erhebungen, die hätte ich nicht genommen. Alle Achtung für diese Streckenwahl, Frau Burch. Also, ich würde meinen, sehr gut beurteilt von den Top-Athletinnen und Athleten. Sie ist eine wunderschöne Strecke, gar kein Thema. Und Schwimmen, die 9 Kilometer auf der Aare, das kann ich Sie beruhigen. Es ist so, dass die Aare auch eine Strömung hat. Die kann man dementsprechend ausnutzen. Hier in Olten wäre es noch besser. Die Strömung ist hier viel stärker, weil die Aare im Raum Solothurn ist schiffbar. Und das geht ein wenig langsamer, aber zumindest geht es schneller als den Sembachersee zu durchqueren. Das geht schneller auf der Aare. Okay. Sonst alle Achtung und Kompliment für diese Streckenwahl. Das wird ein Highlight. Wunderbar. Jetzt haben wir auch noch ein anderes Highlight geplant. Es ist noch nicht ganz sicher, ob es sich umsetzen lässt, aber alle Betreuer und Gigathleten sollen im nächsten Sommer ohne Autos unterwegs sein. Und das passt eigentlich sehr gut zur Eisenbahnstadt, zum Eisenbahnknotenpunkt Olten. Ja, das ist so. Jeden Tag halten hier in Olten 1100 Züge. Und etwa 120.000 Menschen steigen ein und aus und etwa 350.000 fahren vorbei. Das ist so. Und wenn die Athletinnen und Athleten und die Betreuungen, die Athletinnen und Athleten begleiten, natürlich mit dem Zug kommen, sind sie erstens mitten im Zentrum des Gigathlon 2012. Und die Verbindung zu möglichen Unterkünften bzw. zu den Start- und Zielankünften hier in Olten sind per Fußmarsch in 5 bis 10 Minuten erreichbar. Und wir werden alles daran setzen, seitens der Stadt auch die Stadt dementsprechend zu signalisieren und die Verbindungen mit Autobussen und so weiter, Shuttlebussen herzustellen vom Bahnhof in die einzelnen Zentren und auch für die Zuschauenden. Wunderbar. Jetzt haben wir noch eine Botschaft für Sie, eine Videobotschaft. Sie kommt aus St. Gallen und zwar von Ihrem Pendant. Es ist der Stadtpräsident der Stadt St. Gallen, Thomas Scheitlin. Geschätzter Kollege, lieber Ernst Zink. Im Jahr 2009 habe ich mich anstecken lassen vom Swiss Olympic Gigathlon Virus. Damals hat der Anlass in der Stadt St. Gallen stattgefunden. Wir konnten dafür eine ganze Region begeistern und seit dieser Zeit verstehen wir uns ein bisschen als Swiss Gigathlon Hauptstadt der Schweiz. Jährlich reisen mehrere Teams von St. Gallen an Gigathlon und ich bin überzeugt, das wird auch im Jahr 2012 so sein. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass wenn der Gigathlon in eine Stadt kommt, und da wird zweifellos auch in Olten so sein, der Puls ansteigt. Also warum nicht selber einmal ins Wasser steigen? Allerdings, Bezeichnung Gigathlon-Hauptstadt der Schweiz lassen wir uns
nicht so kampflos wegnehmen. Ich fordere darum ganz offiziell Sie, Herr Zink, respektive Stadt Olten, raus, ein Polit-Team von St. Gallen gegen ein Polit-Team von Olten. Der Besser soll den gewinnen. In dem Sinn, herzliche Grüße aus St. Gallen und bis bald. Herr Zink, Sie haben die Herausforderung gehört? Ja, ich war ja nicht ganz unvorbereitet, das muss man sagen. Wir nehmen die Herausforderung zweifelsohne an, aber ganz sicher. Ich habe schon am Anfang gesagt, ich werde ganz sicher um diese Zeit wieder fast normal mich bewegen können. Was ich selber dann mache, das steht noch in den Sternen, aber ich weiß, ein wunderbares Team um mich. Wir können mit einem Regierungsrat aufwarten, der teilnimmt, ein ausgezeichneter Läufer. Das steht jetzt schon fest. Also die Herausforderung an meinen Kollegen Thomas Scheidlin ist angenommen. Und die Aussage mit der Hauptstadt des Gigathlons, da sprechen wir dann am Ende des Gigathlons 2012 darüber. Darum geht es ja in der Herausforderung. Genau. Und es gibt ja auch noch einen Vorteil, neben all der Arbeit, wenn man Stadtpräsident ist, man kann sich die eigene Strecke auswählen. So ist es. Ganz herzlichen Dank, Herr Zink. Danke. Dann möchte ich jetzt noch einmal die Projektleiterin Sibylle Burch auf die Bühne bitten, weil wir haben ja ganz viele Leute, die zuschauen über das Internet per Livestream und die konnten Fragen stellen auf der Facebook-Seite des Gigathlon und wir möchten jetzt zwei Fragen beantworten, die gekommen sind. Da kommen sie, die Fragen. Herzlichen Dank, Miri. Gut, also die erste Frage. Das ist Raphael aus der Romandie und er will wissen, wie viele Helfer braucht der Gigathlon und wie findet ihr diese Helfer? Also ist so, wir sind natürlich immer auf diese ehrenamtlichen Helfer angewiesen. Es sind etwa 1200 bis 1500 Helfer im Einsatz über diese drei Tage und da beginnt jetzt die Arbeit bei uns. Wir suchen die mit dem Zentralort zusammen, mit den Wechselzonen gehen wir in die Vereine und probieren die Leute für den Gigathlon zu begeistern, dass sie da uns dann mit einem ehrenamtlichen Einsatz begeistern. Zusätzlich werden wir auch einen Aufruf machen über Swiss Olympic Volunteer, das ist das Programm von uns, wo sich die Helfer einschreiben können. Okay, Raphael, j'espère que tu as bien compris, que tu comprends l'allemand. Die zweite Frage kommt von Thomas Scherer und er fragt, wie das ist, man hat jetzt gehört, alle sollen mit dem Zug kommen, unterwegs sein, ohne Autos, braucht es dann keine Supporterfahrzeuge? Also wir müssen vielleicht da aufpassen. Also die Anreise, die wird für Single Couple, auch für Team of Five zum Teil, immer noch mit dem Auto sein. Aber es ist das Ziel, wir haben die Vision, dass wir wirklich am Freitagabend das Auto abstellen können und es erst wieder am Sonntag zum Nachhausegehen mitnehmen. Wir haben klar auch das Ziel, eine möglichst attraktive Anreise zu bieten den Gigathleten, dass diese dann auch diese Zuganreise nützen. Aber es ist wirklich so, dass wir vor allem die Teilnehmer während des Anlasses alle probieren, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu verschieben. Gut, vielen Dank und herzlichen Dank auch für die Fragen. Alle anderen, die jetzt nicht beantwortet wurden, die werden selbstverständlich dann noch nach der Medienkonferenz beantwortet werden, damit alle eure Fragen möglichst beantwortet sind. Du müsstest jetzt noch erklären, wie das genau geht mit der Ausschreibung, wie die Gigathleten zu einem Startplatz kommen für diesen Gigathlon 2012. Also gerade heute nach dieser Medienkonferenz wird die Ausschreibung online sein und nachher habt ihr aber jetzt noch einen Monat Zeit. Es geht nämlich das Anmeldeportal am 8. November auf. Also sucht euch mal euer Team zusammen, überlegt euch, wer macht jetzt nun was. Und eben dann am 8. November bereit sein, wenn es heißt, Achtung, fertig, Anmeldeportal auf. Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, bei allen, die da waren und auch bei allen, die uns via Livestream gefolgt sind. Ihr werdet jetzt dann gleich die Gelegenheit haben, alles ganz genau zu studieren, die ganze Ausschreibung zu studieren. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch, die im Internet zugeschaut haben.